Und zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Endesmarsch am Sonntag. Und es ist sehr spannend, wenn ihr oben, ne, rechts guckt, 98% von der 78 sind fertig. Und ich denke mal, er schreit jetzt, glaube ich, auch schon wieder nach einem Anfänger. Oh ne, sind beide wahrscheinlich. Da sind beide Drescher wahrscheinlich jetzt gerade. Na ja, gut. Aber wenn das jetzt wirklich bei 98% jetzt ist, also, dann wird es ja wohl in der heutigen Folge abgeschlossen werden. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, also werden wir jetzt hier mal eben einmal abladen. Gleich will ich gleich nochmal bei den Produktionen einmal nochmal durchsetzen. Oh ja, jetzt merkt man das denn doch. Okay. Okay, das ich bin gespannt. Okay, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber lassen wir mal laufen, oder? So, was ist da jetzt schon drin? Lohnt sich das jetzt eigentlich, das weiterzugeben? Oder ist da in der... Wo ist sie denn jetzt? Da ist er. Strom muss da nochmal wieder rein. Das könnte ich eigentlich auch um Hilfe machen lassen, ne? Stimmt, dann kann ich euch das nochmal eben zeigen, was ich da hinten noch gebaut habe. Bin jetzt zwar auf der anderen Seite, aber ich habe ja gesagt, ich hätte hier für die beiden Helfer auch noch mal eben einen Unterstand hingebaut. Den habe ich aber auch offen gelassen. Ich wollte jetzt nicht einen zu kleinen dahinstellen, damit ein bisschen mehr Platz ist, ne? Dahin passt es auch noch. Oh, so gerade eben. Von der Länge her ist es auch in Ordnung. Und hier, also die Parkpositionen, die Kurse hier, die gibt es auch noch, die sind auch noch da. Musste zwar so ein bisschen hier und da ein bisschen was anpassen, aber hat funktioniert. Dann schnabulieren wir uns mal einen Anhänger.
wenn ich das dann auch so jetzt eingelagert habe hier, würde ich fast sagen, dass ich da auch rankomme. Obwohl ich glaube wohl. Jo, das passt. So, dann musst du in die erstmal den richtigen Kurs raussuchen. Aufladen. Upsilo. Aus. Multiproduktion, das hast du ja schon mal richtig gut erkannt. Und bringst du Stroh hin. Nö. Oh, hier sind jetzt noch. Da sind noch zwei Bahnen, will ich jetzt mal so sagen. Was ist das? Ne, das sind zwei. Was ist denn hier? Ach, da kommt einer. Okay. Ich war jetzt gerade schon. Okay. Wir haben es geschafft. Die 78 ist soeben abgeschlossen. Aber das nehmen wir noch mit, oder? Ich meine, für die Folge hier haben wir noch Zeit. Also, das. Also das ein Pferd hier. Also, das kriegen wir hin. Ich suche jetzt gerade hier meinen anderen Schlepper. Da ist er. Obwohl ich hier den eigentlich auch schon längst einstellen können, ne? Da sind wir ja wie dieses schon mal das hier Mischfutter aus dem aus der Produktion holen, ne? Ja, schade, schade. Sind die Kollegen da jetzt nicht abgetankt oder? Okay, da ist jetzt einer fertig. Aber wo ist denn hier der? Ah, der ist auch fertig. Okay, ich habe nichts gesagt. So, also jetzt rein theoretisch müsste es eigentlich jetzt hier mit den Bahnen eigentlich funktionieren, ne? Also ich merke tatsächlich immer noch, wird wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen dauern, bis sich das so ein bisschen eingearbeitet hat, könnte man so sagen. Also, man könnte jetzt theoretisch sagen, hier immer noch heftigst Muskelkater. Trotz jetzt, sag ich mal,
dritte Woche jetzt abgeschlossen. Ne? Also für mich jetzt dritte Woche, wenn ihr das jetzt hier seht, am Sonntag, ja, ist ja schon die vierte Woche dann rum. Aber das wird doch ein bisschen, ich schätze mal, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich so den Rhythmus habe. Ich meine, witzig ist, also ich war noch nie so Frühaufsteher, absolut gar nicht. Also ich habe das eigentlich immer, also bis jetzt eigentlich habe ich das eigentlich immer gehasst, ne, will ich morgens früh hoch. Nur ich sag mal, wenn man natürlich irgendwas erledigen will oder sonstiges, dann habe ich auch immer gesagt, komm, lass das, ne, frühzeitig machen, dann haben wir, ne, vom Tag noch mehr. Aber bin ich immer eigentlich immer noch so der Meinung. Es war jetzt so ein bisschen verwirrend für den einen oder anderen wahrscheinlich. Aber hier war das, ich sehe, das Witzige an der Sache ist ja, die habe jetzt diese drei Wochen rum. Wenn ich aber frei habe, bin ich trotzdem eben nicht jetzt so die Zeit, wo ich jetzt eigentlich aufstehe oder aufstehen müsste, wo jetzt mein Wecker rappelt. Also zumeist ist es dann immer so eine Stunde weiter, könnte man sagen. Meist so, wenn ich jetzt los muss, dann bin ich so 20 nach 5 klingelt der Wecker. Denn nach so einem Momentchen, irgendwann, dann bin ich dann, ne, soweit, dann stehe ich dann auf, ja. Aber jetzt zum Beispiel auch so wie heute Morgen. Wir sind hier jetzt am Donnerstag, wo ich hier aufnehme. Ich sehe, es war Viertel vor 7 oder sowas. Ich kam auch nicht wieder ins Schlaf. War irgendwie nichts zu machen. Also irgendwie hat da schon mein Körper den Rhythmus schon drin, könnte man fast sagen. Obwohl ich manchmal morgens, also ich finde jetzt so, ja, diese Woche war echt schlimm, muss ich sagen. Wirklich morgens zugange zu kommen. Also ich habe tatsächlich auch gestern Morgen, nee, vorgestern Morgen war es tatsächlich, da wirklich dann irgendwann auch aufzustehen tatsächlich. Ich hab dann hier, ne, auf den Wecker drauf gedrückt und dann wieder drauf gedrückt und nochmal drauf gedrückt und oh ja, scheiße, jetzt muss ich doch hoch, weil ja, sonst wird's doch ein bisschen enge. Ich meine, war noch früh genug alles, aber auch so ein Ding, bin nicht so einer, der auf der letzten Minute aufsteht und dann alles schnell und fertig machen und dann los. Also da bin ich absolut gar nichts dafür zu haben. Denn, nee, dann drehe ich durch. Da kann ich überhaupt nicht. Dann sage ich mir lieber, ich stehe eine halbe Stunde eher auf, hab denn noch so ein Momentchen für mich alleine. Und dann ist auch in Ordnung. Also. Auch jetzt dieses morgendliche, ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Also dieses morgendliche Losschnattern, ne? Ich meine, an meiner Seite ist zurzeit auch keiner. Also ich bin sozusagen alleine, ist keiner da, der mich dann in Anführungsstrichen nervt.
Ich sag mal, das war ich auch noch nie so ein Freund von, dass man mich morgens dann auch gleich volllabern kann. Denn sei auch, lass mich in Ruhe. Muss immer wach werden. Aber hier, das. Ich glaube, mit dem Ding bin ich hier auch nicht ganz alleine. Da gibt es, glaube ich, auch noch mehrere von die, ne? Morgens erstmal ihre Ruhe haben wollen. Und nicht vollgelabert werden wollen. Ja. So, wo haben wir jetzt andere Seite war es, ne? Glaube ich, oder? Irgendwo auf der anderen Seite war es. Doch nicht? Ach doch, da. Bei mir ist nicht mehr so ganz sicher. Ja, stimmt. Dann, so, hier müsste es jetzt eigentlich wieder klappen, ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, war's dann erstmal an der Stelle. Wenn das da oben, ja, das ist jetzt dann noch eine Bahn und ein Stückchen noch. Also wenn das jetzt, wenn der da oben, wenn die Helfer fertig sind und abgeräumt haben, ich schließe die Mission ab, sonst wird das wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession nicht mehr funktionieren. Also dann bitte nicht wundern, wenn in der nächsten Aufnahme noch mehr Geld oder mehr Geld auf dem Konto ist. Also es sind ja die 630 Euro, die wir dann mehr auf dem Konto haben. Ja, also hier sieht es nochmal. Ja, dann würde ich sagen, was an einer Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen angenehmen Wochenstart am Montag. Ja, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr sehr gerne morgen wieder reingucken. Zu einer ja, neuen Aufnahmesession. Alles klar. Hau rein, bis dahin. Ciao, ciao.